Einen wunderschönen und herzlich willkommen zur 37. Doch, genau, 37. Folge von Clicker Hero. Ich habe übrigens mal, sollte eigentlich alles laufen, ich habe mal meinen Rechner neu gestartet gehabt, weil seitdem ich hier letztens ein bisschen rumgebastelt hatte, bekam ich von FFmpeg immer die Meldung, also rumgebastelt im Betriebssystem. Ich habe aus privaten Gründen mal die Uhrzeit verstellt gehabt und wieder zurückgestellt, dann nochmal verstellt gehabt und wieder zurückgestellt. Und seitdem hat mir irgendwie FFmpeg, immer wenn ich ein Video aufgenommen habe, angezeigt, dass die Zeitspur im Video unsynchron war. Ich meine, als ich FFmpeg immer gestartet hatte, war ja die Uhrzeit wieder normal. Also ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich hoffe mal, jetzt passt alles. Ich meine, es waren zum Glück im Video selber keine Fehler, aber FFmpeg hat halt offenbar Warnungen immer ausgeteilt. Einen wunderschönen und herzlich willkommen zur. Gut, Aufnahme läuft. Ja, also mal gucken, ob FFmpeg jetzt immer noch so eine Warnungen ausstellt. Wenn ja, kann ich dir mal kurz im Video irgendwie mal zeigen. Gut, auf jeden Fall für uns geht es erstmal weiter. Ja. Nanunana, warum leveln wir denn gerade nicht Frostlief mehr automatisch hoch? Ja. Wollen wir es nicht mehr brauchen? Man sieht schon, wir sind komplett gerade am Ausrasten. Und ja, ich bin immer noch in der Insta-Kill-Phase, aber ich nehme trotzdem jetzt schon auf, weil ich habe heute Nachmittag noch was zu tun und daher entweder jetzt oder gar nicht mehr. Deswegen lieber jetzt und ja. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Okay, die oberen beiden sind immer noch weg. Der mittlere ist schon wieder da. Komm hier. Ein Relikt, kann nicht schaden. Ja, ein schönes Ei, bringt leider nichts. Weg damit. Snipperino ist alles für Kacke. Lucky Strike, Kickstone, Treasure Chest. Also das hier ist halt. Ist ja wie gesagt eigentlich alles Schwachsinn, weil wie gesagt. Na, hier unten das dritte, 15 Level für Minimis. Klingt zwar erstmal ultra geil, aber ich glaube, bei Minimis haben wir bereits auf ein paar tausend Level. Ja, 60.000. Es ist halt alles so Tropfen auf dem heißen. Es ist nicht mal Tropfen auf dem heißen Stein, es ist einfach so Wasserdampf auf dem heißen Stein. Also ein schon verpuffter Tropfen quasi. Das ist so unendlich traurig. Ja. Na gut. Ja, wie gesagt, wir haben es mittlerweile locker auf Web geschafft. Immer noch Insta-Kill-Phase. Ich weiß gar nicht, bis wohin kamen wir in der vorigen Ascension. Da kamen wir bis 2000. Jetzt schaffen wir, wie es aussieht, locker 4000. Alter, ist aber schon ganz schön heftig. Und wir haben schon wieder weit mehr als 1E10. Also, Quatsch. Wir hatten da 1E10. Nein, wir haben schon wieder mehr als 1E5 an Steigerung. Das heißt wieder das 100.000-fache. Ne? Also eine 1 mit 5 Nullen, das 15.000-fache. Ja. Gut, dann können wir hier eigentlich noch nichts machen. Ich will aber auch noch nicht transcenden. Ja. Ascenden. Transcenden sowieso nicht. Das will ich erst recht nicht. Die Sache ist, wie ist es eigentlich hier? Für den nächsten bräuchten wir 27. Ja, wir hatten bis 3E28. Interessant. Oh, ein Fisch. So, was wir direkt mal machen können, ist hier die ganzen Dinge auspacken und die alle auf Web schmeißen. Da. Tja, wir sind hier bald am Ende der. Na gut, okay, bald am Ende der Fahnenstange wäre ein bisschen total übertrieben.
Ich meine, bei meiner mobilen Version hänge ich gerade bei ihr fest. Oder nee, die habe ich schon. Bei ihr hänge ich gerade. Und wie gesagt, bei der mobilen Version bin ich halt so unendlich viel weiter als wir hier. Von daher sind wir doch unendlich weit davon entfernt, upsala, zu ihr zu kommen. Jetzt habe ich eine ungerade Zahl. Das ist ja hässlich. Wer macht denn so einen Scheiß? Einfach diese Insta-Kill-Phase. Ich kann übrigens mal ein Vollbild gehen. So ungefähr. Ah, nein, bitte nicht F12. Weg mit dir. Nee, F11. Nee, doch, F12. F11 war ja richtig. F11 war ja Vollbild. Ha, wenn ich nur wüsste, wie lange die Insta-Kill-Phase jetzt geht. Hat er vor allen Dingen einfach schon wieder 12 Monster pro Ebene. Vielleicht sollten wir nächstes Mal doch wieder anfangen, ein bisschen Kumawakamaru zu leveln. Ich meine, bei ihm würden 10 Level. Und wir brauchen mindestens 10. Genau, wir brauchen mindestens 10 Level, damit er die doppelte Effektivität bekommt. Da bräuchten wir halt 55 Ancient Souls. Das ist halt so scheiße teuer. Das ist ja das Problem dabei. Ich würde ihn ja gerne hochleveln. Aber 5 Level sind 50%, das bringt eher wenig. Aber 10 Level sind dann schon scheiße teuer. Nicht so gut. Nicht so geil. Gar nicht geil. Tja, aber, warte mal kurz, wenn er immer noch im Insta-Killen ist, dann heißt es ja, dass mittlerweile eine Ascension fast 7 Stunden geht? Nein. 5 Stunden? Ja, knapp fast 5 Stunden. Weil das ist jetzt so kurz vor 1, also Viertel vor 1. Normalerweise nehme ich die erst in einer Stunde auf, frühestens. Das heißt, wir kommen mittlerweile echt ans Limit von der Zeit her. Also müssen wir bald echt anfangen, ein bisschen mehr in Kumawakamaru zu pumpen. Gut zu wissen. Weißt du was? Es ist wahrscheinlich das Dümmste, was ich jetzt machen kann, aber ich mach's trotzdem. Gut, so viel hat es nicht gebracht. Ich dachte, das hat jetzt direkt haufenweise gebracht, aber es sind immer noch 10 Monster pro Ebene. Auch ein bisschen traurig. Genau, er ist auf Level 30, genau. Tja. Naja, das heißt, bei der nächsten Session werden wir auf jeden Fall hier Kumawakamaru wieder ein paar Level geben. Wie gesagt, 10 Level mit einmal werden wir nicht schaffen. Weil da bräuchten wir 55 Ancient Souls für. Und um 55 Ancient Souls zu bekommen, kann man sich sehr leicht ausrechnen. Immer wenn man... Also für alle 1E, 1 an Hero Soul, bekommt man eine... Nee, bekommt man 5 Ancient Souls. Das heißt, bei 5 Ancient Souls, wir brauchen 55. Das heißt, wir brauchen 11 mal so viel. Müssten wir also mindestens 1E11 oder das 1E11-fache an Hero Souls haben. Und das werden wir definitiv nicht erreichen, weil das wäre nämlich knapp 1E40. Und nein. Das ist, selbst wenn ich so weit komme, gebe ich garantiert nicht alles für ihn aus. Also das wird nicht passieren. Aber wie gesagt, vielleicht hebe ich ihn doch irgendwann mal wieder auf Level 5 oder sowas. Das sollte noch nicht ganz so teuer sein. Das würde dann ja gerade mal 15 Ancient Souls kosten, wobei es auch schon ganz schön viel ist. Ach, scheiß die Wand dann. Scheiß die Wand dann. Das gibt es doch gar nicht. So, können wir es hier mittlerweile mal wieder auf ein gerades Level ziehen? Ja, sehr schön. So, 25 und rauf da. Tja, ich glaube, in der nächsten Ascension können wir dann wieder Tsuchi kaufen. Das wird wahrscheinlich so passieren. Oh, wir haben Level 4000 geknackt. Interessant. Tja, ich bin halt wie gesagt echt am Überlegen, ob wir nicht mittlerweile auf ein Hybrid-Bild gehen. Ob das mittlerweile tatsächlich halt einfach Sinn macht. Aber ich bin da halt so unsicher. Ich würde das dann halt vorher gerne lieber probieren, ob es irgendwie Sinn macht. Ob das wirklich so viel mehr bringt, weil mittlerweile bezweifle ich das fast.
Weil wie gesagt, bei der mobilen Version, dass ich da so viel schneller bin oder viel weiter von einer Ascension zur Transcension zur nächsten Transcension, lag halt daran oder liegt daran, dass ich mir dafür eine Transcension viel mehr Zeit lasse. Hier machen wir eine Transcension, weiß nicht, alle 4 Tage oder sowas. Ja, hier 36 Stunden gerade mal, also knapp einen Tag gerade mal. Alter. Gut, hier war es dann schon ein bisschen mehr. Hier waren es fast 3 Tage. Hier dann auch mindestens 4 Tage. Also knapp 4 Tage. Von daher, genau. Also so zwischen 3 und 4 Tagen liegen wir aktuell. Und bei der Tablet-Version waren es halt immer viel mehr Tage. Da habe ich halt immer eine... Also am Anfang hatte ich eine Transcension alle Woche bei meiner mobilen Version gemacht. Ich glaube, wenn wir uns ja auch immer eine Woche Zeit lassen würden, dann würden wir fast genauso weit kommen. Von daher. Oh, wir können das nächste Upgrade kaufen. Betty Clicker. Und das nächste wäre dann der King Medias. Jeweils um ein paar hunderttausend Level oder so. Wie ist das? Müsste ja eigentlich Betty Clicker viel, viel mehr sein als hier alle anderen. Ja, ja. Schon siehst du Level 23, obwohl die gerade mal 7 haben. Als 17. Also schon heftig. King Medias haben wir nicht drin, oder? Obwohl, doch klar, King Medias haben wir auf jeden Fall drin. Okay, bei dem ist jetzt der Anstieg noch nicht. Ach so, klar, weil wir das Upgrade noch gar nicht haben. Das müssen wir erst noch kaufen. Prozent, also knapp. Was laber ich da? Nee. Also vorne die 500. Machen wir mal zu einer 1000. Das heißt, die 50 vorne können wir wegrechnen. Dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nullen übrig. Das heißt, die müsste hier um 7 Nullen angestiegen sein. Sehe ich das jetzt richtig? Da wussten die Schlampe jetzt schon wieder. Hallo, 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 hallo. Ach, da oben. Also der 6 höher als er da oben. Wobei er sehr viel Eigendamage hat, was sie ja gar nicht hat. Von daher doch trotzdem. 7 Nullen angestiegen. Das könnte hinkommen. Also 1E7. Das heißt, der andere würde dann, wenn er das Upgrade bekommt, da können wir die 100 von weglassen, weil ne, ist ja Prozent. Das heißt, wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nullen übrig. Das heißt, er steigt um 1E8. King Medias, was ist denn der Typ wieder? Mann, alle verschwinden hier. Voll der Arschloch, Alter. Da. Ja, das heißt, er hat einfach mal gut 31. Also 3E31 denn. Macht es denn Sinn, auf die umzugilden? Nee. Macht keinen Sinn. Ich meine, die bekommen zwar einen extremen Boost. Aber ich weiß nicht, ob sie damit effektiver sind als er. Das weiß ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da wird wie wir einfach immer noch Instakill haben. Und dabei haben wir schon weit hinter 4000. Die Ascension werden echt lang mittlerweile. Wo war eigentlich unsere High Zone? Oh, schon bei 9000. Upsala. Aber warum brauchen wir jetzt für 4000 fast 5 Stunden? Achso, na gut, okay, weil wir jetzt immer noch Kumawakamaru auf einem relativ niedrigen Level haben. Deswegen wahrscheinlich. Das heißt, wir könnten natürlich jetzt auch eine Quick Ascension machen. Und dann ordentlich was in Kumawakamaru reinputtern. Wäre das eine Idee? Oder sollten wir einfach eine ganz normale Ascension machen? Eigentlich können wir auch allgemein einfach immer nur Quick Ascension machen, statt normale Ascension. Weil, ich meine, an Rubine hapert es uns nicht. Dann können wir wenigstens die Rubine mal sinnvoll einsetzen. The question is, macht das Sinn? Das frage ich mich gerade ein bisschen. Ich meine, ne? Wir würden jetzt halt 5, also 6E15 bekommen und bei der Quick Ascension bekommen wir auch schon 6E15. Also von der Wirkungsweise macht das keinen Unterschied. Der einzige Vorteil ist dabei halt, wir fangen nicht wieder bei Level 0 an, sondern machen direkt bei Level 4000 weiter.
Von daher wäre das zumindest, wenn die, also wie gesagt, die Ascension ist jetzt natürlich deswegen noch nicht fertig, weil, wie gesagt, ich nehme halt eine Stunde vorher auf, was ich ja normalerweise nicht so unbedingt mache. Aber wenn jetzt die Ascension tatsächlich länger werden sollten, dann wäre das zumindest eine Option, die wir offen haben. Falls das mit Kumawakamaru nicht reichen sollte immer. That wäre a good idea. Was tue ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ascension? Quick Ascension? Gar nichts? Nee, gar nichts macht keinen Sinn. Gar nichts macht so gar keinen Sinn. ich weiß doch auch nicht, Manu. Siehst du, die Frage wäre, wenn wir jetzt eine Quick Ascension machen, könnten wir dann wieder Rubine sammeln? Haben wir gerade so ein Ei hier irgendwo? Nee. Kein Ei da. Scheiße, die waren da. Könnten wir ja mal testen. Siehst du, was bekommen wir eigentlich aktuell beim Clan? Beim Clan kommen wir immer viel weniger, ne? Naja, 2E9. Ach stimmt, dann bekommen wir immer das, was wir aktuell gerade haben. Und nicht das, was wir jetzt bekommen würden. Also sowieso viel zu wenig. Das bringt immer erst, nachdem man gerade ascended hat, was. Dafür aber auch kostenlos, ne? Naja gut, okay, kostenlos. Ich habe dafür ja auf meiner mobilen Version gekämpft. 30 Sekunden lang. Das war 30 Sekunden harte Arbeit. Aber gut. Lassen wir das mal. Kann jetzt mal bitte so ein Ei kommen, dann würde ich mit dem ganz gerne gerade so ein paar perverse Tests machen. Ob der nämlich nach der Quick Ascension wieder klickbar ist. Also, Rubine gibt. Und wenn ich schon das mit der Quick Ascension mache, dann würde ich meine Rubine dafür auch wieder haben. Na gut, okay, kriegen wir sowieso nicht, weil eine Quick Ascension kostet 25 und wir bekommen so im Durchschnitt, naja, 25 bis 30 Rubine in einer Ascension, weil wir nur 25 mal klicken können. Aber immerhin. Was wir auch machen könnten, um die Ascension ein bisschen abzukürzen, wäre, wenn ich nach einer Ascension über meine Monster erstmal hochlevel, dann so ein Timelapse kaufe für gerade mal 10 Rubine. Das könnten wir natürlich auch machen. Nee, Quick Ascension ist schöner. Aber es kommt leider kein Überraschungsei. Kein Osterei. Wie hoch ist unsere aktuelle Primal Chance? Oh, gerade mal 74. Warum so wenig? Na gut, okay, das ist ja für 2E9 gekauft. Und wir sind ja schon weit dahinter. Das heißt, wenn wir jetzt ascenden würden und den dann aktuell leveln würden, hätten wir hier wieder weit über 100%. Bei Ebene 4000. Warum, wenn ihr jetzt gerade so lang? Alter, das ist... Ich meine, es ist natürlich geil, wenn wir einfach mal pro Ascension doppelt so viel, also... Exponentiell so viel, wie sagt man das denn? So viel wie davor zum Quadrat haben, aber von der Zeit her. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal eine Ascension, eine ganz normale Ascension und dann leveln wir hier noch ein bisschen hoch. Jo. Würde ich ganz geil finden. Tja, und dann müssten wir in der nächsten Ascension bis eben 8000 kommen. Ja gut, ich meine, bezweifle ich, aber zumindest doppelt so viele, also zum Quadrat so viele Engine Souls wieder haben. Wobei, ganz zum Quadrat ist es ja nicht, ne? Wollen 9 plus 9 wären ja 18, wir haben gerade mal 15.
Ich meine, wie gesagt, wir sind auch immer noch in der Instacle-Phase, es kann sich also noch weit erweitern, aber. Am liebsten würde ich jetzt warten, wirklich bis ein Ei kommt und dann die Quick Ascension probieren. Aber ich weiß halt nicht, ob wir jetzt darauf warten sollten, weil wie gesagt, das kann halt jetzt noch 3 Stunden dauern, bis ein Ei kommt. Und eine normale Ascension könnten wir jetzt halt gleich sofort machen. Da ist halt so der Unterschied gerade. Finde ich jetzt nicht so geil, das Ganze. Tja, voll hatten wir ein Ei. Wenn ich wieder früher dran gedacht hätte, dann hätten wir das noch machen können mit der. Mit dem Ding, mit dem Eider. Nee, komm, wir machen jetzt einfach eine ganz normale Ascension. Die machen wir jetzt auch gleich sofort und dann gucken wir mal. Ja. So, das heißt, erstmal wieder speichern und dann leveln. Speichern ist immer ganz gut, damit wir auch wissen, also damit wir, falls wir uns verklicken hier, nicht gleich alles verloren ist. So, einmal die Q-Taste. Okay, ich lasse erstmal bei 3E7. 3E7 klingt vernünftig. Alter, wie viele Level wir einfach kaufen können. Ey, das ist doch hier verrückt. Doch, die ist ein bisschen verrückt, meine Damen und Herren. So, jetzt kommt hier unsere Sonderform. Wow, der wird schon sehr schnell, der teuer. Aber bei Kit eigentlich. So. Ja, nee, das ist definitiv, zu teuer. So, jetzt haben wir hier unsere ganzen wertvolleren Viecher. So, als allerwichtigstes Admin. Der kommt auf... Mache ich bis 50? Das ist halt jetzt wirklich schon arschteuer. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Ich mach mal bis 45. Okay, ich bin mal wieder so eine kleine Memme. Oh. Ron, überlegst dir. Ah, ich lasse bei 48. So. Die können aber dafür mindestens bis 40. Dich mache ich auch mal bis 48. Das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na komm, bis 48. Easy. Und dich mache ich auch bis 40. Bam. So. Und jetzt kann ich mal gucken. 3,5E14. Wir haben davon 5 Stück. Das wären also 15. 17,5. Also das 1,7E15. Das schaffen wir. Das können wir stemmen. Sagte er und starb. Eines grauenvollen Todes. Oh, das können wir locker stemmen. So. Was will es halt noch was? Das hier würde halt noch was bringen. Wobei 1,8E15 ist halt dann schon die Hälfte unserer Hero Souls. Das heißt, wenn wir ihm jetzt noch mal die Hälfte, also das, auf das Doppelte hieven, haben wir dafür hier noch nicht nur noch die halbe Stärke. Und da das immer Faktoren sind, würde das also unterm Strich nichts bringen. Also lassen wir das auch am besten mal. Ich meine, der Calculator würde jetzt wahrscheinlich sagen, okay, kauf hier halt nicht 1E6, sondern halt 5E5 zum Beispiel. Auf sowas habe ich halt keinen Bock.
Also wenn, dann immer schon den ersten Faktor erhöhen. So, 4,5, das mal 5, das wäre ungefähr 2,5. Würde aber kommen was. Nee, lassen wir auch. Tja, das heißt, wir könnten jetzt tatsächlich vielleicht nochmal Admin ein bisschen hochleveln. Das würde aber gerade mal 1% mehr bringen. Boy, boy. Scheiß was, lassen wir doch. Nochmal absegnen, was der Taschenrechner sagt. Der ist wahrscheinlich überhaupt. Achso, siehst du, halt unsere Gilden hier noch. Aber wir wollen ja noch ein bisschen Gilden. Open All. Die schicken wir einfach mal alle auf. Ja, komm, machen wir wieder die klassische Methode hier. Alle auf Web. Und ja, ich weiß nicht, so ein vielleicht oder vielleicht auch 10. So auf ihn hier. Bam. Ne, da hat er schon so ein bisschen als Sprungchance quasi. Damit wir auch locker bis Web kommen. Ich meine, sollten wir auch ohne Guilds schaffen. Aber ich sicher. So, jetzt speichern wir nochmal. Und gucken mal, was der Kalkulator von unserer Art zu spielen hält. Garantiert haut er mir jetzt alles um die Ohren und sagt, Junge, stirb halt einfach bitte. Ja, doch, er ist im Großen und Ganzen relativ zufrieden. Oh, er hatte die sogar weniger gelevelt. Oha. Lol. Gut, auf die scheiße ich mal. Ich meine, Dora wäre halt noch geil. Obwohl, also Dora und Fortuna könnte ich tatsächlich auch noch ein bisschen leveln. Aber Kronos ist halt so komplett egal eigentlich. Ah, und hier halt, ne, sieht man schon, wir haben 4 und er sagt 4,4, aber auf so eine krumme Zahl lasse ich mich nicht ein, ja, ich bin Profi. Ich arbeite mit ganzen Zahlen oder gar nicht. Bitches. Okay, das heißt, wir lassen das Ganze halt einfach direkt so, wie es ist. Achso, wie gesagt, außer vielleicht noch hier Dora und, also, die bei dir ein bisschen hoch. Wobei 5 Level bringen hier halt auch gar nichts, oder? Ich meine, hier bringt es schon? Ne, eigentlich auch nicht. Andererseits, es kostet ja auch nichts. So, komm hier. Das kostet ja nichts. Kann ich dich eigentlich auch gleich durchschicken. Kostet ja nichts. So, dann sollten wir damit eigentlich relativ glücklich sein. Genau. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, auf in den Krieg. Boah, Alter, 10-fach Gold gleich. Das war gerade der Dank dafür, dass wir Fortuna hochgelevelt haben. Danke. Und ich mache gleich mal 2 hier immer. Kann nicht schaden. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis der Idle-Bonus wieder einsetzt, damit wir hier noch weitere kaufen können. Ja. Digga, alleine ohne Idle Bonus können wir schon einfach eins nacheinander alles kaufen. Das ist ja so krank. Obwohl, klar, ist ja auch logisch. Weil eben, die beiden hier, die bringen ja ohne Idle Bonus ihren Bonus. Was? Also, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Die arbeiten auch ohne Idle Bonus. Und die haben wir auch schon relativ weit hochgelevelt. Von daher ist das ganz realistisch. Aber guckt mal auf die Zahl, also guckt mal hier auf, wenn Idle wieder einspringt und dann auf die Zahl, wie sie dann hochschnellen wird. Es wird einfach so unendlich, boom, hat er gleich auf, oh, Alter. Einfach mal um 1E10 mindestens hochgesprungen, jetzt können wir einfach alles kaufen mit einmal. Easy. So, alles kaufen. Danke. Und rauf damit hier. Jutschen, da würde ich mal sagen, sieht soweit gut aus. Dann können wir jetzt das so stehen lassen. Und dann werde ich mal hoffentlich dran denken in der nächsten Aufnahme, also heute Abend dann, so ein Eichen, wenn wir so ein Eichen noch haben, also dann haben sollten, das mal nicht wegzuklicken, sondern da zu lassen. Und dann eine Quick Ascension zu machen und zu gucken, ob wir nach der Quick Ascension dann wieder Rubine bekommen. Weil wenn ja, da können wir uns nämlich in Zukunft mit Quick Ascension fortbewegen. Also halt, dass wir halt nicht immer wieder bei Level 0 beginnen, ne? Das ist ja der Hauptvorteil daran. Dafür ist es ja auch da. Ne? Steht da hier.
Receive all the hero souls that you're waiting for without having to ascend. This will not reset them, so you will can still ascend later and get. Stimmt, ja klar, eben, die bleiben ja dabei da. Das heißt, man könnte sogar erst quick ascenden, dann normal ascenden und hätte dann doppelt so viele Hero Souls. Macht keinen Sinn. Macht so gar keinen Sinn. Das wäre völlige Verschwendung. Also wenn man schon quick ascendet, dann sollte man dann auch weitermachen. Weil da hat man wieder einen extrem Boost. Also erst quick ascenden und dann nochmal ascenden. Ich weiß nicht, ob das so Sinn macht. Das bezweifle ich einfach mal ein bisschen. Okay. Jo, dann haben wir soweit erstmal alles. Achso, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hatte. Ich habe hier mal offscreen die ganzen Dinger wieder minimiert. Da war ich so frei. Haben wir ja schon mal gemacht, von daher. Easy. So ist das Scrollen durch die Helden viel angenehmer. Definitiv. Jutschen, jetzt können wir auch mal gucken, was hier ist mit dem To-Date Wait. Weil jetzt könnte das tatsächlich was bringen. Achso, na gut, hätte vielleicht was gebracht, bevor ich die Engines gekauft habe. Andererseits, wenn ich die jetzt noch hole, bam, dann kann ich ja vielleicht noch mal ein bisschen mehr kaufen hier. Ha. Seht ihr? War alles geplant. Ja, siehst du, jetzt ist das mich mehr auf 1, auf 5 heben, zum Beispiel kein Problem mehr. Das kriegen wir jetzt lockerst hin. Bam. Das staunt er, ne? Wobei ich jetzt gerade mehr ausgegeben habe, also jetzt weniger hatte, als ich vor dem Quick-Dings hatte, ne? Kann das sein? Naja, da bin ich ja nicht ganz so sicher, ob das jetzt gerade eine schlaue Idee war. Hat keiner gesehen. War eine dumme Idee, ne? Ich hätte mal lieber nur Agaif und Theratas hochleveln sollen. Weil, wie gesagt, Gold ist eigentlich nicht so wichtig. Also, da haben wir halt drei Typis für. Naja. Egal, jetzt habe ich es gemacht. Easy. So, haben wir das auch schon mal gemacht. Ja, da können wir jetzt die Folge für soweit enden. Ich musste nämlich auch gleich Feierabend machen und dann sehen wir uns dann wieder. Bald. Also heute Abend. Also für euch nicht. Ihr könnt ja direkt nacheinander die Folgen gucken. Aber ja. Von daher, bis gleich. Ciao mit V.